Große Ehre für Dieter Kölpin. Auf einer Fachtagung von Ortschronisten in Parchim bekam der Güstrower den von der Stiftung Mecklenburg verliehenen Preis für besondere Verdienste um die Bewahrung mecklenburgischen Kulturerbes überreicht. Bei einem Treffen im Stadtarchiv Heinrich Benox gratulierte Sabine Moritz vom Kulturausschuss im Namen des Bürgermeisters und der Stadtvertretung zu dieser Ehrung. Sie hob das große Engagement hervor, mit dem Kölpin seit über 15 Jahren in der Barlachstadt aktiv ist. Lang ist die Liste der von ihm bearbeiteten Projekte. Sie reicht von Aktivitäten im Vorfeld des 200. Geburtstages des niederdeutschen Autors Jon Brinkmann über Nachforschungen zum Wirken von Vera Kopitz bis hin zu zahlreichen Studien zur Stadtgeschichte Güstrows. Eine Arbeit liegt ihm besonders am Herzen. Ich möchte dabei weit zurückschauen in die Anfangsphase meiner Forschungstätigkeit, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich bin eher ein stadtgeschichtlich interessierter Bürger, nichts Besonderes, kein großer Chronist. Aber dass mir zum Beispiel gelungen ist, die Technikgeschichte zusammen mit Herrn Möller aufzuschreiben, die Technikgeschichte des Fernsprechwesens in Güstrow. Aktuell arbeitet Dieter Kölpin an einem Projekt, bei dem es um das Stammbuch des Apothekers Georg Friedrich Pirscher geht. Daraus hat sich sogar eine Zusammenarbeit mit polnischen Forschern entwickelt. Für Dieter Kölpin ist aber noch eine Frage offen. Ich versuche gegenwärtig herauszubekommen, an welcher Stelle, in welcher Apotheke in Güstrow der Georg Friedrich Pirscher gearbeitet hat, der 8 Jahre mit Unterbrechung hier in Güstrow tätig war. Viele weitere Forschungen zur Stadtgeschichte stehen auf der Liste von Dieter Kölpin. Dafür wird er noch so manche Stunde im Archiv und im Museum der Barlachstadt zubringen.